Ich bin verwundet. Bitte, helft mir. Kommt da jetzt endlich der Verband zum Einsatz? Das ist unglaublich. Der Verband ist alles, was ich habe. Ich hab noch Alkohol, ey. Gib dir den auch. Ist ja auch endlich weg. Jetzt tot. Schnell, nehmt meine Hand. Dann plötzlich wurde alles ganz still. Es war, als hätte Satinav sich einen Scherz erlaubt und die Zeit einfach angehalten. Ein schier endloser Moment, in dem sich Satya und der Adept einfach nur anstarrten. Er verstand nicht, dass seine rettende Hand für sie weit schrecklicher war, als 1000 Dämonententakel es jemals hätten sein können. Das endgültige Eingeständnis an ihr grauenvolles Scheitern. Schließlich schnippte Satinav wieder und das Leben ging weiter. Sehr, sehr gut. Während er sie fortzog, hörte ich sie schreien. Lass mich, rief sie. Lass mich, bring mich zurück. Und immer wieder. Ich kann ihn nicht zurücklassen. Und das immer wieder, immer leiser und immer weiter weg. Es dauerte nicht lange und sie war verschwunden. Tja. Und damit war es das dann. Ich war wieder genau da, wo ich angefangen hatte. Nur eines war diesmal anders. Diesmal konnte ich mich an etwas erinnern. An eine Prinzessin, die angesichts der unmöglichsten Hindernisse stets weitergekämpft hatte. Es half, dass die Borische Wüste einer der magischsten Orte ist, den diese Welt kennt. Mehrere Astrallinien kreuzen sich hier. Und ich lag genau dazwischen. Ich wurde mächtiger und mächtiger. Und ich übte und übte und übte. Nach 400 Jahren gelang es mir, meine Zauber so weit zu verfeinern, dass ich endlich einen Weg fand, meinen Körper dauerhaft zu verändern. Ich verließ die Wüste und machte mich auf den Weg nach Draconia. Ich musste wissen, was nach unserer Trennung mit meiner Prinzessin geschehen war. Mit der einzigen Frau, die je bereit gewesen wäre, einem zwielichtigen Zauberstab ihr Leben anzuvertrauen. Juhu. Satya war in der Gorischen Wüste gescheitert. Speichern. Auf Wiedersehen.